Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich einmal mit euch zusammen Querlenkerbuchse bei dem Golf 4 Baujahr 1999 einmal zusammen wechseln. Wir haben ein Video aufgenommen, TÜV Vorabcheck bzw. TÜV Mängel Querlenkerbuchse. Wir haben darüber gesprochen, ich habe euch ganz kurz gezeigt. Das Video kam bestimmt davor. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall Querlenkerbuchse wechseln. Wir müssen den Querlenker dafür ausbauen, das Ganze umpressen und wie man das Ganze machen kann, zeige ich euch jetzt. Und ich würde sagen, los geht's. Wir benötigen einen 20er Torx, damit wir hier die Verkleidung abmachen können. Warum? Weil der Dreieckslenker ist hier. Wir müssen diese Schraube abmachen, die von hier sitzt. Diese Schraube abmachen und die drei Schrauben am Traggelenk abmachen. Das bedeutet einmal ab. Mit dem 16er schrauben wir hier einmal die Koppelstange ab. Wichtig ist es, die erst mit einem Ringmaul zu lösen, nicht mit Schlagschrauber dran, weil die auch sehr gerne abreißen. So, mit einem 18er gekrümmten Ringschlüssel So, dann haben wir den auch einmal ab. So, mit einem 18er halten wir das einmal oben fest. Oben befindet sich dann einmal die Mutter und die Schraube kommt einmal nach unten raus. Da haben wir es. Jetzt ist es ganz wichtig, mit einer Drahtbürste hier einmal das Gewinde sauber zu machen. Da, wo die Schrauben rausgucken. Man hat natürlich die Möglichkeit, die drei Schrauben abzuschrauben oder das Traggelenk abzuschrauben. Es ist meiner Meinung nach besser, die drei abzuschrauben, obwohl es passieren kann, dass die Schrauben abreißen oder oben die Mutter sich komplett löst von dieser Halterung. Deswegen ist es immer von Vorteil, sowas lagemäßig da zu haben. Falls man mal eine Schraube abflexen muss oder die Mutter abflexen muss, Rostlöser drauf. Und mit einer 10er Nuss probieren wir das Ganze einmal zu lösen. Nicht mit Schlagschrauber, sondern erst mit Hand probieren. Jetzt gibt es einen Trick. Und zwar drücken wir einmal den Lenker komplett da rein. So, wenn er da drin ist, holen wir den Achsschenkel wieder raus. So, weil hier haben wir Spielraum. Und jetzt holen wir einmal komplett alles raus. So, und schon haben wir das ganze Teil raus. So, wichtig ist es jetzt darauf zu achten, wenn ihr das selber umpresst oder umpressen lassen wollt oder abgibt zum Umpressen, dass man da auch ein bisschen Ahnung von hat. Wichtig ist es darauf zu achten, man sieht hier, dass erstens groß und klein ist, dass man darauf achtet, wie die wieder reinkommt, weil die ist wichtig für Gas geben und Bremsen, dass das Ganze hier anstößt. Es gibt auch Querlenkerbuchsen, die voll Gummi sind, in dem Fall haben wir es halt nicht. Die sind so. Und man muss da auch achten, hier sind Punkte. Und hier auf dem Querlenker sind auch Punkte. Also, da ist ein Punkt. Oder sieht man hier alles? Da ist ein Punkt. Und die Punkte müssen halt dahin zeigen. Und wichtig ist es, macht euch da eine Markierung, wo die dicke Seite davon ist. Das ist nämlich hier gewesen. Und zwar ist das der Anstoß für beim Bremsen. So, macht er immer eine kleine Einkerbung. So, dann können wir das Ganze auspressen
das Ganze umpressen, reinmachen und fertig. So, wenn wir das Ganze dann umgepresst haben, bauen wir das Ganze auch natürlich wieder ein. So, erst hinten ansetzen, das ist wichtig, weil sonst, wenn wir den hier erst ansetzen, dann ist die Buchse immer so ein bisschen schief und dann kriegen wir den nicht immer gerade rein. So, wenn wir den angesetzt haben, dann ist das hier auch wieder kein Problem. So, wenn wir den ganz hinten haben, dann können wir hier auch das Traggelenk wieder Die Schrauben für das Traggelenk bekommen 20 Newtonmeter und 90 Grad. Ja, 90 Grad ist da echt zu viel. So, ich ziehe das Ganze hier jetzt nur vor, weil die Schraube muss festgeschraubt werden, wenn sie auf dem eigenen Gewicht steht. Weil wir ziehen die Buchse jetzt fest, wir lassen das Auto runter und dann verdreht sie sich und dann ist sie die ganze Zeit auf Spannung. Deswegen ganz wichtig, die Schraube festziehen, wenn das Auto auch auf den Rädern steht. So, und die Schraube bekommt 70 Newtonmeter plus 90 Grad. Das gleiche gilt auch für die Koppelstange. Festziehen, wenn sie auf dem eigenen Gewicht, wenn das Auto auf dem eigenen Gewicht ist, also wenn der Lenker wieder oben ist, damit die Buchse nicht auf Spannung festgezogen wird. Und die Schraube bekommt 15 Newtonmeter plus 90 Grad. So, und die Schraube bekommt, die können wir beruhigt festziehen und die Schraube bekommt 70 Newtonmeter plus 90 Grad. Ja. 90 Grad werden das nicht. So. Ja Leute, und so kann das dann aussehen, wenn man die Querlenkerbuchsen wechseln möchte. Natürlich zu empfehlen, das Ganze links und rechts zu machen und wichtig, diese Querlenkerbuchsen sind auch wichtig, dass die in Ordnung sind. Warum? Weil das dient dazu, dass man sicher auf der Fahrbahn fährt, dass das Auto nicht schwammig fährt und dass die Reifen einseitig nicht abgefahren werden. Weil wenn der Querlenker hin und her schwimmt, dann verstellt das auch die Spur, dadurch fahren die Reifen innen ab und man hat auch ein schwammiges Fahrverhalten, das ist nicht gut. Also, wichtig darauf zu achten, nicht nur wechseln, wenn der TÜV das bemängelt, sondern auch darauf achten, ob die heile sind, ob die Reifen abgefahren sind, ob man schwammiges Fahrverhalten hat und das Ganze dann kontrollieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, weitergeholfen hat,
Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.